Du, Reini! Steambo Fenris. Es gibt einen deutschen, ja, einen deutschen Händler, der die abverkauft und der hat schon keine mehr. Und Reini, kriege ich bei dir beim Fenris auch einen Rabatt? Und die Antwort, die gebe ich dir jetzt. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Einer der größten deutschen Händler für solches Zeug hier hat eine Aktion laufen, und zwar, er gibt den Fenris wirklich unter Preis her, nämlich unter Einkaufspreis her, macht einen absoluten Lagerabverkauf. Und die Aktion war so erfolgreich, dass schon nichts mehr, ja, überhaupt nichts mehr verfügbar ist. Und jetzt kommen Leute zu mir und sagen, Reini, kannst du diesen Preis auch machen? Kann ich den Fenris für absolut Wahnsinnspreis bekommen? Und die Antwort ist, nein. Warum nicht? Dieser Händler hört mit Steambo auf. Das heißt, es gibt keine Steambo-Produkte mehr bei dem Händler. Und das ist auch legitim und alles gut und wunderbar. Aber das ist bei uns nicht so. Also wir werden weiterhin Steambo-Produkte verkaufen, wie zum Beispiel die Stinger, den Fenris, all das Zeug. Ich meine, du kriegst auch EK-Archery bei uns, Flat, Edder etc. und alles, was es sonst noch geben wird. Oder auch die Bipshot. Ne? Wir hören nicht auf damit. Das heißt, ich kann dir gleich sagen, wenn du Zubehör brauchst, wie zum Beispiel Pfeile oder eine universelle Lampenhalterung, ja, oder eine Laserhalterung, wo du auch einen Laser, einen schönen fetten grünen Laser einbauen kannst, ja, hier an der Stelle, wir sind weiterhin da. Oder auch Pfeile, ne? Weil diese Pfeile, die sind nicht ganz günstig, die haben auch, und das ist vielleicht ganz interessant und auch zu wissen, also du kannst keine Standardbolzen. Bolzen, Pfeile, was ist denn da der Unterschied? Kann man das irgendwer ja mal agieren? Nein, Spaß beiseite. Die haben diese speziellen Teile hier, das da. Das heißt, du brauchst spezielle Nocken. Und das Fenris-Schießen, das ist einfach eine absolute Hetz, wie man in Österreich sagt. Das macht wirklich Spaß. Und das Problem ist, dass du relativ rasch so eine hohe Präzision zusammenbekommst, dass du Pfeil in Pfeil schießen wirst. Das wird da passieren. Und dann machst du diese Nocke kaputt, und das ist natürlich blöd, du kriegst noch immer alles bei uns. Das heißt, für all jene, die sagen, hey, Aktion, Aktion, sage ich, leider nein. Aber wir bleiben Steambo-Händler. Bei uns kriegst du die Ware, schicken das auch alles gern nach Deutschland oder auch Österreich. Sind ja auch österreichische Kunden, die jetzt bei dieser Aktion versucht haben zu kaufen, aber es leider nicht mehr geschafft haben. Das tut mir wirklich leid, ernsthaft jetzt, wirklich ernsthaft. Also ich mache jetzt keinen Spaß, ja. Ich freue mich für all jene, die an Fenris zum Preis bekommen haben, den es niemals wieder geben wird. Denn das Fenris-System ist natürlich großartig. Ja? Du hast einen Bogen, mit dem du extrem schnell super Ergebnisse zusammenbringst. Du kannst Ausrüstung drauf montieren, wie zum Beispiel Lampe, Laser, Leuchtpunktvisiere. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Und das gibt's jetzt, hat es halt jetzt einen Preis gegeben, der absolut unschlagbar war. Made in Austria, also dieses Magazin ist Metall, ist so. Warum Bogenschießen, wenn ich doch auch eine Armbrust haben kann? Und das ist natürlich richtig, aber das sind zwei unterschiedliche Teile. Ich meine, bei uns in Österreich ist alles Sportgerät, uns ist das sowieso egal, ja. Aber in Deutschland, glaube ich, ist es so, dass eine Armbrust einer Schusswaffe gleichgestellt ist. Das heißt, da gibt es ganz spezielle Auflagen und Vorgaben. Und das ist beim Bogen nicht so, weil ich glaube, dass auch der in Deutschland ein Sportgerät ist. Und allein das ist mal ein Punkt. Aber der andere ist, und das ist jetzt der sportliche Aspekt, es ist einfach was anderes, mit einem Bogen zu schießen. Und es macht, es ist eine andere Art von Schießen. Und da ich diesen Schießsport einfach großartig finde, ist es auch mal was anderes auszuprobieren. Ne? Sonst wird es langweilig, finde ich zumindest. Also, an all jene, die jetzt einen Fenris haben, und das müssen jetzt Tausende sein, wir sind für alle da. Das heißt, wenn du Zubehör brauchst, sei es Pfeile, sei es unsere Universalhalterungen für Lampe und Laser, also das kann man ja ausbauen. Man kann jetzt hier eine Lampe eingeben, man kann auch einen grünen Laser reingeben. Wir haben eigene Wachscontainer, das ist alles billige Eigenwerbung hier, ne? Wachscontainer, Batteriecontainer, wurscht, ja. Also das gibt es alles bei uns, überhaupt kein Thema. Ich gebe dir billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop. Wir liefern nach Deutschland. Es gibt auch keinen Zoll nach Deutschland, weil auch da immer wieder die Frage kommt, was ist der Zoll? Wir sind in der Europäischen Union, es gibt keinen Zoll mehr. Das ist das Schöne dabei. Also keine Sorge, wir liefern nach Deutschland, haben wir schon tausende Male gemacht. Wenn du Zubehör brauchst, sei es Sehnen, sei es Rückhaltegriffe, sei es Halterungen, sei es Fronthalterungen, sei es Ersatzteile, hier gibt es unterschiedliche schöne Dinge, die man haben kann. Oder auch die Pfeile, wir sind für dich da. Das war's mit der billigen Eingewerbung. Gebt dir den Link unten in meinen Shop. Das hat mich gefreut. Viel Spaß beim Bogen-Fenris-Schießen, aber immer aufpassen.